Die diesjährige Berglauf-WM Langdistanz in Slowenien war mit etwa 3000 Höhenmetern bergauf und einigen mehr bergab wohl eine der anspruchsvollsten, aber auch schönsten Weltmeisterschaften. Today, when they finish the race, good luck again and enjoy the day. Thank you. Nur die allerersten Meter sind hier flach. Bereits nach wenigen hundert Metern geht es steil bergauf. Wahnsinn, wie es hier rauf geht. Ein richtig harter Lauf. Fantastisch. Ja, das hier ist schon sehr extrem, aber es wird später noch schlimmer kommen. Nach etwa 10 Kilometern Laufstrecke erreiche ich den höchsten Punkt der Strecke. Bislang bin ich noch keinen Kilometer unter 10 Minuten gelaufen. Dahinter geht es so steil und schwierig bergab, dass ich kaum schneller laufen kann. So, jetzt geht's eine Wiese runter. Hier geht's auch dauernd rauf. Muss eigentlich mehr runtergehen hätte sollen. Aber jetzt geht's dann gleich wahrscheinlich 400 Höhenmeter runter. Schon wieder auf 1-2 Kilometer. Erst radikal steil runter, nachher wieder rauf. Nach etwa 23 Kilometern Laufstrecke erreiche ich den tiefsten Punkt. Auf den nächsten gut 6 Kilometern geht es etwa 1400 Höhenmeter bergauf. Ist schon fantastisch dieses Rennen, aber ich muss mal schauen, dass ich in den 8 Stunden Zielschusszeit bleibe. Ja, aber es ist nicht mehr. Die Strecke ist knallhart, aber sehr beeindruckend. Hier hat die Bergwacht Seile gespannt, an die wir uns hochziehen können.
hoffe ich mal jetzt, dass ich gleich oben bin. Ich habe mich getäuscht, es war doch noch nicht der höchste Punkt. Er wird wohl da hinten sein. Nach etwa 30 Kilometern Laufstrecke erreiche ich die zweite Passhöhe. Von nun an geht es praktisch nur noch bergab und das immer sehr steil. Mein Gegenanstieg. Auf den letzten 400 Metern. Nach 7 Stunden und 47 Minuten Laufspaß überquere ich freudestrahlend die Ziellinie.